Steffen Tieck steht heute das erste Mal im Aufgebot des FC Eintracht Norderstedt. Nachdem es nach Lars Huxoll auch Marcel Kindler erwischt hat, ist die Nummer 4 verletzungsbedingt nun auf einmal die Nummer 2 hinter Stefan Rakočević. Der Keeper aber topfit, also alles gut für die Eintracht, die in das Duell mit dem Hamburger SV 2 mit nur einer Veränderung startet. Gegen den Tabellenfünften von Trainer Pit Reimers kann Jens Martens wieder auf den frisch gebackenen Vater Jan Lüneburg setzen. Norderstedt in Rot von links nach rechts mit Rakočević. Der Keeper im Doppelpass angegangen von Oduali. Und jetzt schauen Sie mal auf Rakočević, der kann kaum aufstehen nach diesem Duell. Und das sieht auch Schiedsrichter Daniel Fleddermann, der die Partie unterbricht, zu Rakočević eilt, der sich inzwischen kaum auf den Beinen halten kann. Kummerfeld muss helfen. Am Ende gibt es eine lange Verletzungsunterbrechung und es ist früh klar, es kann nicht weitergehen für Stefan Rakočević. Diagnose Gehirnerschütterung. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung. Jetzt aber das Worst-Case-Szenario eingetreten für den FC Eintracht Norderstedt. Alle drei Keeper verletzt. Es muss also der Mann aus der U19, Steffen Tieck, richten. Er, 18 Jahre jung, sein Debüt also in der Regionalliga für Eintracht Norderstedt. Das hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Nun also eine große Verantwortung in seinen Händen. Die Vorderleute versuchen den Ball erstmal vom eigenen Tor wegzuhalten. Kummerfeld, Lüneburg! Ein toller Kopfball verfehlt den Kasten von Schauer, nur knapp. Jetzt mal Hamburg. Hein mit dem weiten Ball. Großer, Behunek dazwischen und Velasco. Doppelpass mit Fabisch. Kommt durch, Velasco! Erste Prüfung für den neuen Mann, Steffen Tieks. Bewährungsprobe bestanden, auch wenn der Ball nicht schwierig war von Velasco, der übrigens das letzte Mal am 8. Spieltag traf und das gegen Eintracht Norderstedt. Brown, klasse den Ball erkämpft. Lüneburg, wenn er den besser trifft, steht es hier jetzt 1:0 im langsam aber sicher verschneiten Edmund-Blambeck-Stadion. Ändert aber nichts an der Chancendichte. Behunek. Kummerfeld muss wieder zurückspielen. Und im Rückraum Philipp Koch. Hat sich bestens von seinem Bänderriss erholt. Mr. Norderstedt inzwischen mit seinem dritten Startelfeinsatz in Folge. Der Winter jetzt also da, aber wo bleiben die Tore bei Norderstedt? Behunek. Schöner Doppelpass mit Brown. Flanke gut, Lüneburg! Immer wieder er, immer wieder das Thema der Chancenverwertung. Langsam aber sicher müssen sie eigentlich einen Ball ins und nicht über das Tor bekommen. Es wäre für ihn das 5. Tor im 4. Spiel gewesen. Jan Lüneburg, jetzt sieht er Niako mit dem Ballgewinn. Brown, klasse gemacht, hat das Auge, Niako! Da ist der ersehnte Führungstreffer, 45. Minute, plus 2, Evans Niako. Sein erster Saisontreffer, klasse, wie Brown hier Gianfi aussteigen lässt und noch die Ruhe hat, den Ball rüberzulegen, so der Ball natürlich unhaltbar für den Torwart. Noch allerdings keine Pause. Die Verletzungsunterbrechung hat viel Zeit gekostet. Hamburg mit Burmeister setzt sich da sensationell durch. Kilo! Juho Kilo, der 19-jährige Finne. Zwar hier unter heimischen Bedingungen, aber selbst mit diesem Rasen kommt er nicht zurecht. Sehr viel Glück also für Steffen Tieks und Co. Bislang das Debüt geglückt. Eintracht Norderstedt führt ohne Gegentor zur Pause mit 1:0. Es bleibt sehr schneereich, auch in der zweiten Halbzeit. Norderstedt unbeeindruckt davon mit Koch für Saad. Gerade eingewechselt, feiert hier sein Comeback nach einer Muskelverletzung mit diesem sehenswerten Flugkopfball.
Freistoß HSV, Kilo zunächst abgeblockt, Sommer setzt nach. Ball für Beleme und der ist drin, Ausgleich! 7 Minuten nach seiner Einwechslung macht Daouda Beleme das 1:1. War schon der Matchwinner gegen Flensburg. Und hier profitiert er davon, dass der Ball richtig schnell wird, nachdem er auf dem Boden aufkommt. Es hat sich eine Schneedecke gebildet, die Teeks so nicht ganz eingeschätzt hat. Bitter, sein erster Fehler führt prompt zum Gegentor. Norderstedt mit Lüneburg, sehenswerter Fallrückzieher. Findet nicht das Tor, aber Brüning und der Niako. Wenn sich der Ball am Boden nicht mehr kontrollieren lässt, dann halt in der Luft. Wahnsinn, was Lüneburg da abzieht. Niako vertändelt dann die Riesenchance zur nächsten Führung. Jan Lüneburg, gelingt ihm vielleicht noch einer heute. Weiter Freistoß, Dreker verlängert. Lüneburg! Nächste sensationelle Situation. Schauer, der Keeper und Kapitän der Hamburger, rettet aber das 1:1. Es bleibt also beim Unentschieden, bedeutet Norderstedt mit 20 Punkten auf Platz 7. Die Hamburger auf dem letzten Aufstiegsplatz Nummer 5. Wir haben einen Trainer und einen Debütanten bei Christian Oldendorf. Ja, wir hatten einen guten Start ins Spiel und sind vor allem in der Anfangsphase ein paar Mal außen durchgebrochen. Leider hat da der letzte Pass nicht gesessen, sodass wir es versäumt haben, in Führung zu gehen. Zum Ende der ersten Halbzeit kam Norderstedt dann stärker auf. Ist, denke ich, dann in der Phase auch folgerichtlich in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft das Spiel wieder viel offener gestaltet. Auch wenn der Ausgleich etwas glücklich zustande kommt, denke ich, war der in der Phase dann hoch verdient. Auch in der Folge waren wir echt am Drücker. Boah, also ist natürlich ein bisschen aufregend alles, ne? Ich habe jetzt eine Woche lang mittrainiert bei der Herren aufgrund von Verletzungen halt, ne? Und dann direkt spielen. Mir wurde natürlich gesagt, es ist eine Möglichkeit da, aber unter den Umständen habe ich es mir natürlich nicht erhofft mit Stefan und alles. An der Stelle nochmal alles Gute an Stefan. Und ich weiß auch, dass ich von der Bank aufgestanden bin und mich umgezogen habe. Haben meine Hände ganz da gezittert. War sehr aufregend, auf jeden Fall. Ein Gegentor, aber auch einen Punkt nimmt Steffen Tiegs mit und vielleicht geht es für ihn ja weiter gegen Holstein Kiel 2.